Meine Damen und Herren, ich muss noch mal hier kurz innehalten, denn ich habe mir vorgestellt, was für aufgewühlte Zeiten das damals waren nach dem Kriege und wie stark die Lager sich einander bekämpften. Das ging ja schon bis in bürgerkriegsähnliche Situationen herein, wenn wir an den Kapp-Putsch denken, an die Kämpfe an der Ruhr, an eine stark deutschnationale Bürgerlichkeit und eine ja, weit vom Kommunismus überzeugte Arbeiterschaft. Große Schwierigkeiten innerhalb der Sozialdemokratischen Partei und der Gewerkschaften. Welchen Weg sollen wir gehen? Das alles würde hier eine ganze Seminarreihe füllen, wenn wir das nachzeichnen würden. Nur wir sagen das so schnell, Stinnes-Legien-Abkommen, okay, ja, wiederholt sich dann und dann. Und welche große kulturelle Leistung es gewesen ist, ein Einverständnis, das der ganzen Gesellschaft nützt, zu erzeugen, das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen, auch wenn wir die Geschichte der Bundesrepublik West anschauen. Dieses Abkommen damals, das war so etwas, was halb vergessen und dann bei der Neuerrichtung der Demokratie wieder auftauchte. Und so konnte der Westen etwas wiederentdecken. Er musste es nicht erfinden, sondern er konnte etwas wiederentdecken, weil es als Anlage schon in der Arbeiterbewegung und in der Bewegung der Unternehmen und Unternehmensverbände angelegt war. Gruppeninteressen sind normal, aber wenn die einzelnen Gruppen ein Gemeinschaftsinteresse erkennen und sich dem zuwenden, dann sind Lösungswege möglich. Und in diesem Sinne bewerte ich auch das Abkommen, das in jüngerer Zeit stattgefunden hat, das Pforzheimer Abkommen von 2004, das befristete Abweichungen vom Tarifvertrag zulässt, wenn damit Beschäftigung gesichert ist. Und auch hier hat sich bewährt in einer sehr komplexen Situation, dass eine Politik des Kopf durch die Wand nicht hilft und dass wir schon Erfahrung gesammelt hatten, dass der eine den anderen nicht über den Tisch zieht, wenn wir uns über Kompromisse verständigen. Das ist schon eine schwierige Gratwanderung oft. Das ist mir auch bewusst, den man jeweils in seinen eigenen Milieus, die man jeweils in den eigenen Milieus nicht auf Anhieb durchkriegt. Aber wir haben es geschafft und wir konnten immer sagen, es ist gelungen, mehr Menschen in Lohn und Brot zu halten, die sonst eben ihren Arbeitsplatz verloren hätten. Solche Gratwanderungen erleben Sie auch auf anderen Feldern. Ich nenne das Wort Tarifbindung. Indem Ihr Verband sich auch für Unternehmen öffnet, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht länger tariflich binden können oder wollen, bleiben Sie doch eine starke Gemeinschaft. Zugleich riskieren Sie aber auch die kritische Anfrage, wofür die Gemeinschaft steht. Klar. Ich beneide Sie nicht. Ich beneide niemanden, der schwierige Kompromisse hinbekommen muss und sehe schon, dass das auch manchmal in ein Dilemma führen kann. Aber ich bin dankbar, dass Sie um solche Kompromisse ringen, auch gemeinsam mit den Gewerkschaften, denen solche Schwierigkeiten in Ihrem eigenen Bereich, ich erwähnte es schon, ja auch nicht fremd sind. Das Erfolgsgeheimnis der Sozialpartnerschaft ist die gemeinsame Suche nach dem Kompromiss und das Bewusstsein einer gemeinsamen Verantwortung für Wirtschaft und Gesellschaft. Dass mit diesem Ansatz unternehmerischer Erfolg möglich ist, das zeigt doch die Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Obwohl, wie es der frühere Gesamtmetallpräsident Werner Stumpfe zum 100. Verbandsjubiläum gesagt hat, obwohl keine Seite die Gegnerstellung, so nannte er es, je aufgegeben hat, ist Arbeitnehmern und Arbeitgebern also das Kunststück gelungen, dass alle profitieren. Die Beschäftigten, die Unternehmen und damit unsere Gesellschaft als Ganzes. Man lernt nie aus. Klar, das haben wir schon als Kinder von unseren Großeltern gehört. Und das hing uns manchmal schon zum Hals heraus. Aber es stimmt ja. Und wir sollten unsere Entfaltungsmöglichkeiten nutzen, ob wir nun 20, 50 oder 70 Jahre alt sind. Und ich freue mich zu hören, dass die Metall- und Elektroindustrie im Jahr 8 Milliarden Euro für Aus- und Weiterbildung ausgibt. Das ist eine stolze Summe.
Und es ermutigt mich, dass der Anteil der Betriebe, die Weiterbildungsmaßnahmen für ältere Beschäftigte anbieten, in unserem Land kräftig gestiegen ist. Aber diese Angebote müssen auch noch stärker genutzt werden. Die betriebliche Weiterbildung, gerade für Ältere, aber auch für Geringqualifizierte, bleibt eine Aufgabe, für die ich mir noch mehr Tatkraft und Entschlossenheit der Beteiligten wünsche. Ich habe verschiedentlich gesehen, es gibt diesen Prozentsatz von Menschen, jungen Menschen, die einmal, zweimal, dreimal gescheitert sind in schulischer und beruflicher Ausbildung. Und es hat mich mit Freude erfüllt, dass das, was ganz früher passierte, wenn ein Handwerksmeister auf dem Land einen Jungen genommen hat, der von allen anderen abgelehnt wurde und in dieser engen Beziehung zum Meister ihn doch dazu gebracht hat, ein tüchtiger Schmied oder Schlosser zu werden, dass wir von Kammern ausgehend oder von einzelnen Unternehmen oder anderen Verbänden diese Versuche machen, uns nicht damit abzufinden, dass Menschen in einem Teil ihres Lebens Startprobleme haben oder anscheinend nicht zu brauchen sind. Die meisten Menschen haben doch Potenziale in sich, die es zu entwickeln gilt. Und deshalb sollten wir auch neben der Aufmerksamkeit für die ältere Generation uns diesem Problembereich noch einmal zuwenden. Da sind nicht nur Probleme zu entdecken, sondern da gibt es auch manches, was ins Leben gerufen werden will, an aktiven Kräften das Leben zu gestalten. Insgesamt müssen wir, gerade wenn wir in solchen Schwellensituationen stehen, wo vieles sich verändert und es irgendwie natürlich ist, sich auch ein bisschen zu fürchten, ach Gott, wie soll das alles werden, gerade dann brauchen wir eben eine Dynamik und wir brauchen mehr Dynamik und mehr Flexibilität, um die kostbaren Ressourcen, Arbeitskraft überall, wo sie noch verborgen sind, zu entdecken und zu nutzen. Also gut, dass ich Betriebe, wo machbar, zunehmend dann auch auf Teilzeit oder Heimarbeit oder Auszeiten einlassen und damit den Bedürfnissen individueller Lebensplanung entsprechen. Eine weitere Strategie zur Bewältigung des demografischen Wandels ist die Integration von ausländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den deutschen Arbeitsmarkt. Die Feststellung, dass wir zur Deckung des Fachkräftebedarfs Einwanderung brauchen, sie ist für uns alle nicht neu. Wie erfolgreich und gewinnbringend dies gelingen kann, das habe ich gerade gestern bei dem schon erwähnten Besuch in einem großen Betrieb am Rande von Berlin erfahren. Und doch gibt es immer noch in Deutschland zu viele Hürden, die zu überwinden sind. Dies ist manchmal sprachlicher Art, struktureller und kultureller Art. Auch hier können übrigens intelligente und sensible Unternehmensführung gemeinsam mit Betriebsräten eine Menge schaffen. Das ist mir gestern bei meinem Besuch deutlich geworden. Es gibt so viele schöne Anzeichen für gelingende Integration. Wir hören nur zu wenig dafür. Ich möchte, dass wir davon mindestens so viel hören, wie von den Sorgen, die angeblich die Zuwandererwellen über unsere Gesellschaft bringen. Also da können sich alle noch ein bisschen mit beteiligen, ihre positiven Beispiele mit ins Gespräch zu bringen. Meine Damen und Herren, ich komme jetzt langsam zum Schluss. Ich merke schon, dass die Themen, die wir besprechen, uns alle in einer Weise anfassen, dass wir auch geneigt sind, sehr intensiv das nochmal zu vertiefen. Ich habe das verschiedentlich getan heute Morgen und entschuldige mich auch nicht zu doll, aber in angemessener Weise. Ich spüre, dass ich es ein bisschen gelenkt habe, aber sage Ihnen, ich bin in der Schlussrunde und möchte zusammenfassen. Es gibt kein Zweifel, die technologischen und demografischen Veränderungen, sie muten den Unternehmen, den Beschäftigten und den Sozialpartnern, sie muten uns allen auch eine Menge zu. Aber die Geschichte von Gesamtmetall zeigt ja, gesellschaftliche Umbrüche und wirtschaftliche Krisen, sie können bewältigt werden. Wer 125 Jahre alt wird, hat Lebenstüchtigkeit bewiesen. Und sie verstehen sich darauf, Zukunftsweisendes zur Gestaltung von Arbeit auszuhandeln. Rahmenbedingungen, von denen die Unternehmen, die Mitarbeiter, also wir alle profitieren. Ich möchte dort enden, wo ich mit meiner Rede begonnen habe. An diesem schönen Ort, den Sie sich für Ihre heutige Feier ausgesucht haben. Wenn ein Verband von Arbeitgebern in der guten Stube von Bertolt Brecht ein Jubiläum feiert, dann liegt es nahe, Ihnen eine Brechtsche Weisheit mit auf den Weg zu geben.
zum Beispiel diese hier, die er auf sein eigenes Unternehmen, nämlich das Theater, bezog. Das moderne Theater, so Brecht, muss nicht danach beurteilt werden, wie weit es die Gewohnheiten des Publikums befriedigt, sondern danach, wie weit es sie verändert. Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, ich finde, das muss nun kein Gegensatz sein. Und die Sozialpartnerschaft in Deutschland, sie ist ein gutes Beispiel dafür. Gemeinsam haben Sie, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, dafür gearbeitet, die Bedürfnisse der Menschen in unserem Land zu erfüllen. Und zugleich haben Sie gemeinsam dazu beigetragen, dass unsere Gesellschaft sich weiterentwickelt hat und dass Antworten auf neue Fragen gefunden werden konnten. Dafür danke ich Ihnen und wünsche uns allen, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Von Geburt an ist unser Leben nach vorne gerichtet. Selten sind die Momente des Innehaltens, selten fällt der Blick einmal zurück. Doch je mehr wir uns mit der Geschichte befassen, desto mehr erkennen wir, unsere Vergangenheit hat seinen Wert. Sie zeigt uns, welchen weiten Weg wir gegangen sind. Sie zeigt uns, was war richtig. Sie zeigt uns, was wir falsch gemacht haben. Aber sie gibt uns auch wertvolle Hinweise für den Weg, der vor uns liegt. Blicken wir zurück. Deutschland ist heute ein Industriestaat. Die Industrialisierung hat unser Land in gut zwei Jahrhunderten stark geprägt. Sie begann um 1800 mit damals modernster Technologie und mutigem Unternehmertum. Und sie wurde von den staatlichen Behörden, zum Beispiel hier in Preußen, stark gefördert. Die Industrialisierung brachte uns allen Arbeit, sie brachte uns Wohlstand und Deutschland wandelte sich. Es war das Zeitalter der Moderne, ein unaufhaltsamer, nicht zu bremsender, sich in alle Lebensbereiche auswirkender Fortschritt. Er begeisterte die Menschen, schaffte neue Chancen auf Arbeit, auf Wachstum und auf gesellschaftlichen Wohlstand. Wirtschaft, Gesellschaft und auch das Arbeitsleben veränderten sich. Die Industrie war ein Treiber dafür, sie war der Motor des Wandels. Als dann unsere Ur-Urgroßväter 1890 den Gesamtverband deutscher Metallindustrieller gründeten, fuhren noch Pferdedroschken auf der Friedrichstraße. Erst 10 Jahre zuvor war die erste elektrische Straßenbeleuchtung in Betrieb genommen worden. Die Verbreitung des Telefons begann gerade eben in dieser Zeit. Automobil und Flugzeug wurden gerade erst erfunden. Es war auch das Zeitalter von Arbeitnehmerbewegungen, von SPD, von Marx und Engels. Die soziale Frage und die sich zuspitzenden Auseinandersetzungen zwischen staatlicher Obrigkeit und Arbeiterklasse beschäftigten viele. Manche glaubten, hier kündige sich der Vorbote einer großen gesellschaftlichen Revolution an. Doch die tatsächlichen Revolutionäre, die saßen in den Unternehmen. Es waren Ingenieure wie Rudolf Diesel, Werner von Siemens, Robert Bosch und August Borsig, die mit ihren Entdeckungen und ihrem Unternehmertum diese Welt veränderten. Denn so wie sich die Technologie wandelte, wandelte sich eben auch das Leben. Ein neues Zeitalter der Mobilität und der Kommunikation hielt Einzug. Die medizinische Forschung machte kaum vorstellbare Fortschritte. Röntgenapparate, Impfstoffe, neue Operationsmethoden. Das ermöglichte die Entdeckung und Behandlung von bis dahin unheilbaren Krankheiten. 1890 betrug die durchschnittliche Lebenszeit in Deutschland gerade einmal 41 Jahre. Heute haben wir sie verdoppelt. Spätestens seit dieser Zeit ist die wirtschaftliche Stärke Deutschlands untrennbar mit der Stärke seiner Industrie verbunden. Und das gilt bis zum heutigen Tag. Unser moderner Lebensstil, unsere technischen Errungenschaften, unser gesellschaftlicher Wohlstand, unsere soziale Sicherheit, all sie wären nicht möglich ohne die Industrialisierung unserer Welt. Und wie sieht der Blick zurück aus? Wie sieht der Blick auf Gesamtmetall aus? 1890 ist das Jahr, in dem Gesamtmetall gegründet wurde. Seitdem ist unser Verband eine fast durchgängige Konstante in dieser sich ständig verändernden Welt. Wir brauchen uns über den Hauptzweck der damaligen Verbandsgründung keine Illusionen machen. Gesamtmetall war eine Organisation gegen die Gewerkschaften. Es war ein Schutzbund. Aber es ging innerhalb weniger Jahre nicht nur noch um Streikabwehr, es ging auch um die Gestaltung unserer Arbeitsbeziehungen.
um den Schutz der unternehmerischen Freiheit, um die Formulierung von sozialpolitischen Interessen auch gegenüber der Politik. Am Tag vor der Verbandsgründung hatte Reichskanzler Otto von Bismarck auf Druck des Kaisers seinen Rücktritt eingereicht. Wen interessierte da ein Industriellentreffen in der Schlesischen Straße in Berlin-Kreuzberg? Doch so sehr diese bewegte Zeit Ende des 19. Jahrhunderts die Gründung eines Verbandes wie eine Fußnotiz erscheinen ließ, so sehr erkennen wir heute, welche Bedeutung diese Gründung langfristig hatte. Denn ohne Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften gäbe es heute keine Tarifautonomie. Ohne die autonome Regelung von Arbeitsbeziehungen wäre es uns niemals gelungen, die Konflikte zwischen den Unternehmen und ihren Mitarbeitern so konstruktiv zu lösen. Gerade diese Stärke, die friedliche Konfliktbeilegung, unterscheidet uns von anderen Gesellschaften wesentlich. Sie ist eines der wichtigsten Kennzeichen unserer sozialen Marktwirtschaft. Sie ist eine echte Errungenschaft. Eine Säule in unserer Gesellschaft. Es ist eine Säule unserer Gesellschaft. Es ist, wie ich meine, ein echter Standortvorteil. Und aus den Gegnern von einst, aus Arbeit und Kapital, sind heute Tarifvertragsparteien geworden und bisweilen auch Tarifpartner. Auf dem Wege zur Sozialpartnerschaft, was ist aus Ihrer beider Sicht noch hervorzuheben? Was ist Ihnen heute an diesem Tag eine wichtige Anmerkung zu diesen Stationen? Was sind die wichtigen Wegmarkierungen gewesen? Also Stationen, entscheidend ist natürlich, dass nach dem Zweiten Weltkrieg wir uns entschieden haben, die soziale Marktwirtschaft in Deutschland einzuführen. Und wir als IG Metall sind natürlich froh, dass diejenigen, die damals die Reformkräfte gewesen sind, auch bei den Arbeitgebern Reformkräfte gefunden haben, um überhaupt einen solchen Weg gemeinsam zu gehen. Denn die Alternative war ja die relativ ergebnislose Konfrontation zum Austragen der Interessensgegensätze. Und die andere Alternative war eben die sozialpartnerschaftliche Austarierung unterschiedlicher Interessen. Und da kann ja keiner oder den anderen. Und deswegen halte ich das für eine wirklich historische. Wir waren ja alle höchstwahrscheinlich damals nicht so klug, dass wir alles schon überschaut haben, die damals Handelnden, und schon für 50, 60 Jahre wussten, wie es denn tatsächlich geht. Das war eine so kluge Grundentscheidung und das halte ich für besonders historisch wichtig. Eben sind genannt worden viele Stationen, Entgeltrahmenabkommen, 35-Stunden-Woche und vieles andere mehr. Ich will noch mal zwei Dinge hervorheben, weil es ist ja nicht nur immer eitel Sonnenschein, so eine Situation. Da gibt es ganz tolle Situationen. Ich will nur mal an die Krise, die Bankenkrise erinnern, 2008, 2009, 2010, wo Gewerkschaften, speziell IG Metall, speziell Gesamtmetall, in Verbindung mit der Politik es geschafft haben, dass die Wirtschaft, die am Abgrund stand und schon in den Abgrund schaute, nicht in den Abgrund fallen musste. Das sind die positiven Dinge, die verstärkenden Dinge. Wir haben natürlich auch negative Aspekte. Ich will nur das Thema, ohne das jetzt den Rahmen hier zu sprengen, die OT-Frage, die Frage der Wirkung von Flächentarifverträgen diskutieren. Auch da müssen wir ja Antworten finden, ob wir die Dinge, die wir gemeinsam in den letzten Jahrzehnten organisiert und strukturiert haben, auch hinbekommen und welche Organisationsformen benötigen wir in der Zukunft, damit das auch vernünftig passieren kann. Herr Dulger hat eben das Stichwort Flächentarifverträge gesagt. Ja, Flächentarifverträge hat natürlich die Bedeutung, dass die Fläche, nämlich das große Ganze, darunter fällt. Und da müssen wir, glaube ich, noch mal diskutieren, wie wir diese Frage von Tarifbindung in Deutschland noch ein Stückchen nach vorne bringen können. Ist sicher ein Thema für die Zukunft, ja. Herr Kramer. Herr Wetzel spricht es ja selber an. Man muss sich natürlich immer Gedanken machen, warum sind Unternehmen, Betriebe aus einem Tarifvertrag ausgestiegen oder gar nicht erst eingestiegen? Was hindert Sie daran? Welche Probleme sehen Sie, wenn Sie es machen würden? Und wenn Sie sich dann in einer eigenständigen Organisation finden, den sogenannten OT-Tarifverträgen, OT-Verträgen, dann bleibt da die Frage über, ist es denn nun besser, wenn die OT-Verbände und Firmen nicht Mitglied in einem Arbeitgeberverband ist,
sind? Oder wäre es nicht auch aus Sicht der IG Metall doch richtig, wenn sie denn schon nicht im Tarifverband drin sind, sodass sie trotzdem angebunden sind an unsere Arbeitgeberstruktur und in vielen Dingen dann doch wieder ein Teil der Partnerschaft mit der IG Metall sind? Aber Sie führen sind. Jetzt keine Verhandlung, weil es ist ja tageslich. Nein, das aber ist das ja ist eine Sache, die dieser ganz wichtige Aspekt. Ich wollte nur neben den ganzen positiven Dingen auch mal einen kritischen Punkt einwerfen, Arbeit vor uns haben, die erledigt werden muss. Ich kann die Harmonie ganz einfach stören, indem ich sage, Herr Kramer hat gerade vor ein paar Tagen gesagt, Deutschland ist auf dem besten Weg zum Streikland. Das sehen Sie sicher auch so, Herr Wetzel, oder? Also wir erleben es ja jedenfalls jeden Tag. Also ich habe gehört, selbst Journalisten sollen sich beklagt haben, dass sie nicht von A nach B kommen konnten. Also irgendwas muss dran sein. Also nicht in unserer Branche. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet. Wenn wir schon vom Sofa fallen, wenn mal in zwei Branchen zwei Wochen gestreikt wird, dann finde ich, wir sollten ein bisschen mehr robuster sein in dieser Frage. Und zu einer Austragung von Interessengegensätzen gehört die Verhandlung, gehört die Sozialpartnerschaft, gehört auch der Streit, gehört auch der Streik. Und vom Streikland sind wir weit von entfernt. Sie haben es ja in der Hand, oder Ihre Kolleginnen und Kollegen, diese Streiksituation schnellstens zu beenden. Eben nicht alleine, das ist es ja. Eben nicht alleine, auch wir rufen ihn ja nicht aus. Auch eine wichtige, aber eines, was wirklich vielleicht auch für die Zukunft wichtig ist, weil es so eine grundsätzliche Basis ist, die hochgelobte Tarifautonomie, die aber dennoch immer wieder doch an manchen Punkten verändert wird. Der Mindestlohn zum Beispiel, von Ihnen schwer beklagt, von Ihnen sehr gefeiert, ist ja mehr oder weniger ein Eingriff in diese Tarifautonomie, aber Ihr Sieg und etwas, was Sie, ja, wo war das Vakuum, dass Sie da reingekommen sind? Der Staat plötzlich da etwas macht, was Sie nicht wollen. Das Vakuum, wenn es denn eins gibt, liegt darin, dass die Gewerkschaften aus ihrer Sicht in bestimmten Branchen und bestimmten Regionen nicht mehr so in der Arbeitnehmerschaft vertreten waren, dass sie dort Tarifverträge schließen konnten. Denn auf der Gegenseite gab es dann auch keine Arbeitgeberverbände. Aber das Ziel ging immer, wie wir schon historisch gesehen haben, von den Arbeitnehmern aus. Also, die Gewerkschaften haben die Politik gerufen. Frau Nahles sitzt hier. Die Politik hat das Thema nicht unwillig aufgenommen. Auch mit durchaus erheblichem Rückhalt in der Bevölkerung. Ich habe schon. Aber am langen Ende was gehört, ja. Stellt sich dabei auch heraus, dass die Politik ein Vakuum, das die beiden Sozialpartner aus welchen Gründen auch immer öffnen, das wird sie besetzen. Und vielleicht sollte es uns eine Mahnung sein, wir müssen schon unsere Felder, die uns zugewiesen worden sind vom Grundgesetz, wie wir in dem Vorspann gesehen haben, diese Felder auch selbstständig behandeln. Wir sollten der Politik nicht das Feld überlassen. Sie wird es gerne dann füllen wollen. Und dann bin ich der festen Überzeugung, praxisferner, realitätsferner, als wir es können, auch wenn wir das mit Schwierigkeiten nur hinkriegen. Aber es ist immer noch besser, es ist dichter an der betrieblichen Realität, als wenn die Politik so etwas sehr pauschal im großen Stil über die ganze Republik einheitlich verteilen will. Das klappt im Einzelfall, aber eben nicht mehr in der Fläche. Und darum sollten wir unsere Aufgabe wahrnehmen.